Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen zum Video Die Tangente. Und ich sehe hier einen Funktionsgraphen, der kommt mir sehr bekannt vor. Ja, und zwar stammt er aus den beiden Videos Grafisches Ableiten und einfache Ableitungsregeln und gehört zur Funktion f von x gleich x hoch 3 plus 1. Und den haben wir deswegen nochmal hier gezeigt, weil wir haben uns damals schon Gedanken über die Tangente gemacht. Das ist diese orange dargestellte Gerade, die Funktion f oder den Graphen der Funktion f im Berührpunkt b 1, 2 berührt. So, und jetzt mal die Frage, was haben wir denn über die Tangente schon rausgefunden damals? Ja gut, wir wussten die Steigung m, die haben wir ganz leicht berechnet, indem wir die Ableitung gebildet haben der Funktion. Und dann haben wir den x-Wert des Berührpunkts, also 1, einfach in die erste Ableitung eingesetzt und haben 3 rausbekommen. Okay, jetzt geht es uns aber darum, wir wollen mal die komplette Tangentengleichung aufstellen. Da wäre erstmal meine Frage, wie lautet denn die allgemeine Gleichung von einer Geraden? Achso, die lautet y ist gleich m mal x plus c. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Das m kennen wir, das ist die 3. Mhm. X ist einfach eine Variable, wie auch oben in der Funktion f von x. Und das y steht hier eben für das, was oben f von x ist. Was uns aber noch fehlt, ist das c. Was ist das c? Das c ist der y-Achsenabschnitt. Das heißt, hier bei unserer Tangente müsste der ungefähr so zwischen 1 und 2 oder in dem Bereich liegen. Minus 1 meinst du. Aber gut, genau. Das ist etwas ungenau. Wir wollen das berechnen. So, jetzt ist unser Problem, wie können wir das c denn berechnen? Ja gut, m haben wir, das ist 3. Aber wir können was für x und y noch einsetzen, weil da können wir ja einfach den Berührpunkt einsetzen. Also für x 1 und für y 2. Und dann können wir nach c auflösen. Gut, das heißt, er setzt jetzt 3 Werte ein, nämlich 1 in x, 2 in y und 3 in m und löst das Ganze nach c auf. Und die Lösung dafür gibt es in 3. 2, 1. So, wir haben die Werte hier eingesetzt, dann nach c aufgelöst, c ist dann minus 1 und dann haben wir das in die allgemeine Geradengleichung eingesetzt, also y ist gleich 3x minus 1. Wunderbar, jetzt haben wir eine Gleichung für unsere Tangente, allerdings das funktioniert nur in den wenigsten Fällen auf diese Weise. Man braucht da ein etwas anderes Verfahren, das hat mit der sogenannten allgemeinen Tangentengleichung zu tun und die stellen wir euch jetzt mal vor. Okay, hier haben wir die allgemeine Tangentengleichung, die lautet y gleich f' von x0 mal, Klammer auf, x minus x0, Klammer zu, plus f von x0. Jetzt sind ja mehrere x drin. Das orangene x und y, das ist das Normale, was man auch aus der Geradengleichung kennt, die Variablen. Das x0 steht für die x-Stelle des Berührpunktes. Diese Gleichung kann man in drei Verfahren jetzt anwenden. Genau, das erste Verfahren ist eigentlich genauso wie oben im Beispiel. Da ist der Punkt, der Berührpunkt B mit den Koordinaten x0, das hier, und f von x0, der liegt auf dem Graphen von f. Beim zweiten Fall ist es so, dass wir eine Tangente bestimmen sollen, die durch einen Punkt außerhalb des Graphens geht. Das ist hier mit x und y dargestellt. Und Typ 3, da ist die Tangente parallel zu einer vorgegebenen Geraden mit einer Geradengleichung. Gut, jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Ihr schreibt euch jetzt mal hier diese drei Typen ab. Das sagt euch jetzt noch nicht allzu viel. Wir machen gleich eine Beispielaufgabe dazu und dann wird alles ein bisschen klarer. So, die Aufgabe lautet, gegeben ist die Funktion f mit f von x gleich minus x² plus 3. Jetzt haben wir hier a, b, c, wir starten mit a. Bestimme die Tangente an den Graphen von f im Punkt p 1, f von 1. Also ich erkenne sofort, das ist Typ 1, weil dieser Punkt P liegt auf dem Graphen der Funktion. Woran erkennt man das denn? Das erkennt man daran, dass der y-Wert hier, dass der f von 1 ist. Also wissen wir, das muss ein Funktionswert der Funktion sein. Okay, super. Dann wissen wir auch direkt, das ist der Berührpunkt. Ich finde es immer ganz wichtig, das mal hinzuschreiben. Also das ist der Berührpunkt B und die Koordinaten übernehmen wir einfach von oben. Also 1 und f von 1. Gut, und das setzen wir jetzt in unsere allgemeine Tangentengleichung ein. Gut, also y bleibt einfach stehen. Y ist gleich f' gut von x0, also jetzt von 1, mal x, das bleibt einfach stehen, minus x0, also wieder 1, plus f von 1. Gut, wenn ich das so anschaue, dann merke ich, dass uns eine Sache fehlt, nämlich f' von x, um das ausrechnen zu können. Das könnt ihr gerade mal schnell machen. Und die Lösung dafür gibt es in 3,
2, 1. Gut, also f' von x ist minus 2x. Und dann lautet unsere Tangentengleichung y ist gleich f' von 1. Gut, das ist eingesetzt, minus 2 mal 1, also minus 2. Mal, Klammer auf, x minus 1. Plus f von 1. Also wir müssen die 1 oben in f von x einsetzen. Also minus 1 im Quadrat, das ist minus 1, plus 3. Gut, so, das Ganze kann man jetzt ein bisschen aufräumen. Man kann hier die Klammer auflösen und alles ein bisschen zusammenfassen. Und dann hat man auch schon die Tangentengleichung. Und das kriegt ihr selber hin. Die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, das wurde vereinfacht. Zunächst mal hier ist die Klammer aufgelöst. Wenn man es weiter zusammenfasst, kommt man auf die Gleichung minus 2x plus 4. Und das ist jetzt die gesuchte Tangentengleichung. Die hätte man auch so bestimmen können wie vorhin, aber das geht auch hier durchs Einsetzen. Kommen wir zu B. B, bestimme die Tangenten an den Graphen von f, die durch den Punkt P 1, 3 gehen. Gut, das muss man gucken, dieser Punkt P, also ich sehe schon direkt, das ist nicht der Berührpunkt. Das ist einfach nur ein allgemeiner Punkt. Woran sieht man das? Das kann man ganz leicht überprüfen, wenn man den x-Wert in die Funktion einsetzt. 1 im Quadrat ist 1, minus 1 plus 3 ist 2. Das heißt, 3 ist nicht der y-Wert von der Funktion. Das heißt, der Punkt liegt außerhalb. Das heißt auch, wir dürfen den Punkt nicht einfach so hier für das x0 einsetzen. Aber wir wissen, der Punkt soll später auf der Tangenten liegen. Das heißt, der Punkt 1, 3 muss auf jeden Fall die Tangentengleichung erfüllen, wenn man hier später 1 für x und 3 für y einsetzt. Und deswegen können wir den entsprechend orange einfärben, passend dazu, und doch einfach den Punkt hier unten einsetzen. Gut, dann schreiben wir das jetzt auch mal hin. Also 3 ist gleich f' von x0 mal Klammer auf 1 minus x0, Klammer zu, plus f von x0. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann finde ich ein bisschen ein Problem, weil wir können das jetzt nicht so einfach nach x0 auflösen oder so, denn wir haben f von x0, x0 und f' von x0, also im Prinzip drei Unbekannte. Gut, aber f' von x0 und auch da hinten f von x0 können wir ja einfach hinschreiben, sodass es nur noch in Abhängigkeit von x0 dasteht. Ah, indem wir x0 hier einsetzen und x0 hier einsetzen. Das kriegt ihr, glaube ich, auch selber hin. Und das Ganze eingesetzt gibt es in 3, 2, 1. So, und das, was hier steht, das sollte man ein bisschen aufräumen, durch Klammer auflösen und ein bisschen zusammenfassen. Und das macht auch direkt wieder ihr. Und deswegen sehen wir uns auch gleich wieder in 3, 2, 1. So, das lautet minus 2x0 plus x0 Quadrat plus 3. So gut, das haben wir die ganze Zeit die rechte Seite dieser Gleichung vereinfacht. Schreiben wir zur Übersichtlichkeit die ganze Gleichung jetzt nochmal hin. Also die lautet ja 3 ist gleich, das was ich gerade gesagt habe, minus 2x0 plus x0 Quadrat plus 3. Gut, und ich denke, Gleichungen auflösen nach x, das könnt ihr. Und dann gibt es die Lösung davon in 3, 2, 1. Okay, wir haben zunächst mal auf beiden Seiten die 3 abgezogen, dadurch fallen die weg. Dann haben wir diese Gleichung noch dran stehen und hier ist in jedem Summanden der Faktor x0. Deswegen haben wir den ausgeklammert und kriegen x0 mal, Klammer auf, minus 2 plus x0, Klammer zu. Das ist ein Nullprodukt und wann wird ein Nullprodukt 0? Es wird dann 0, wenn jeder einzelne Faktor 0 ist, also der erste Faktor hier x0, das ist einfach 0, wenn er 0 ist, also x0, 1, die erste Lösung für x0 ist 0 und der zweite Faktor wird dann 0, wenn x0, 2 ist. Also die zweite Lösung für x0 ist 2. Okay, jetzt haben wir zwei Werte für x0. Jetzt machen wir uns nochmal kurz hier oben klar, was war nochmal x0? Naja, x0 war die Stelle, wo die Tangente den Graphen berührt. Und wenn wir jetzt zwei Werte von x0 haben, dann heißt es nicht, dass eine Tangente zweimal berührt. Das tut keine Tangente, sondern was heißt das? Das heißt, wir haben einfach ja, zwei Tangenten und jede Tangente hat natürlich auch einen Berührpunkt an den Graphen. Und diese zwei Berührpunkte sollten wir als erstes mal ausrechnen. Gut, dafür müssen wir die beiden x0-Werte wieder in die eigentliche Funktion oben einsetzen und dann können wir die beiden Punkte b1 und b2 angeben. Und das macht ihr jetzt gerade mal und die Lösung gibt es in 3, 2, 1.
So, hier haben wir also unsere zwei Berührpunkte, B1 und B2. Und wichtig nochmal, das ganze Verfahren, was wir bisher gemacht haben bei der B, war nur dazu da, um diese zwei Berührpunkte erstmal rauszufinden. Das Schöne ist jetzt aber, dass es jetzt nichts mehr Neues gibt. Denn wenn man die beiden Berührpunkte hat, dann geht es genauso weiter wie in A, wo man einfach nur die Werte aus dem Berührpunkt in die allgemeine Tangentengleichung einsetzt und dann am Ende die Tangentengleichung rausbekommt. Und das macht ihr jetzt bitte mal zweimal, einmal für B1 und einmal für B2 und damit bekommen wir zwei Tangenten. Und die Lösung davon gibt es in 3, 2, 1. Okay, zunächst mal die Tangente T1 passend zum Berührpunkt B1. Wir haben 0 jeweils eingesetzt in die allgemeine Tangentengleichung. F' von 0 ist 0. Hier bleibt auch nur das x übrig. Und hinten, wenn man 0 da oben einsetzt, hat man 3. Wenn man das alles vereinfacht, kriegt man einfach nur noch 3. Jetzt ist nur noch eine Zahl. Was heißt es? Y gleich 3. Was bedeutet das? Ach so, das ist dann eine Gerade, die ist parallel zur x-Achse. Okay. Also horizontal geht die genau. Gut, schauen wir uns mal die zweite Tangente an. Also T2 ist y gleich f' von 2 mal Klammer auf x minus 2, Klammer zu plus f von 2, gibt ausgerechnet minus 4 mal Klammer auf x minus 2, Klammer zu minus 1. Das gibt ausgerechnet minus 4x plus 7. Okay, jetzt haben wir hier die Tangente T2, hier die Tangente T1 und ihr seht, es ist gut, das ein bisschen zu unterscheiden. Wir haben das jetzt oben vorhin vergessen, das sollten wir noch ergänzen. Mhm. Immer an der Stelle, wo man wirklich die Tangentengleichung ausrechnet, sollte ein T-Doppelpunkt davor, dass man sieht, da kommt sie dann. Gut, die reine Rechnung ist jetzt hiermit erledigt, dass das auch ihr später im Unterricht machen sollt. Wir wollen das Ganze euch aber auch nochmal veranschaulich zeigen, dass ihr euch auch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Und zwar hier. Puh, da ist einiges auf einmal aufgetaucht, aber ihr werdet sehen, das hilft einem mehr, als dass es irgendwie verwirrt oder so. Wir haben hier unseren Funktionsgraphen f, unserer gegebenen Funktion, minus x² plus 3. Und wir schauen mal kurz die Tangente aus a an. Das war die im Berührpunkt 1, f von 1. F von 1 war 2, den haben wir genau hier, der ist eingezeichnet. Und unsere Tangente ist das grüne hier, das war minus 2x plus 4. Wie war es in der b? Gut, in B hatten wir einen Punkt, der nicht auf dem Graphen der Funktion lag. Das ist P mit 1, 3, den haben wir hier eingezeichnet. Und dann haben wir erstmal die zwei Berührpunkte ausgerechnet. B1 mit Koordinaten 0, 3 und B2 da unten mit den Koordinaten 2, minus 1. Und dann, gut, dann haben wir die Tangenten ausgerechnet, die sind hier eingezeichnet. T1 ist y gleich 3. Das war die waagrechte, also parallele Gerade zur x-Achse. Und T2 ist y gleich minus 4x plus 7. Gut, wir hoffen, das hat ein bisschen an der Veranschaulichung diese ganze Rechnerei gebracht. Weitere Übungsaufgaben und vor allem auch zu Typ 3, den wir bisher nicht gemacht haben, machen wir in der Stunde zusammen. Und als kleiner Hinweis, diese Grafik hier, die könnt ihr bei uns auf der Homepage runterladen. Einfach unter dem Video auf den Link klicken, dann könnt ihr diese Grafik ausdrucken. Okay, bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.